auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut ausgekommen. Give it all. Pass it on the heart. Let me see you jump. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Black Street took home the third spot. They do not were pay two me laps to deal down. With this baloney. Get up, get out. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur vierten Station der Sunday Grand Prix Series. Wir sind heute in Brands Hatch zu Gast und unser Tommy natürlich wieder am Start. Und der ist mal wieder richtig schnell. Wir haben heute zwei Splits und da schauen wir mal, was da so abgeht. Wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Thomas. So, und welchen Split bin ich? Erster, zweiter, meins? Zweiter. Okay. Alter. Ja. Es wird nicht so nichts mit dem Titel. Timo, die Wandberge ist wieder am Start. Okay. Ja, wenn der alle Rennen fährt, dann wirst du schwer schlafen. Oh, schön, klein, der Bass ist so massiv. Außer wir bereiten uns besser vor. Wie weit kannst du dich denn dafür besser vorbereiten? Ja, ich helfe dir einfach mit. Ja, ich hoffe, Entries. Eieieiei. Obwohl der ist Division 4, ne? Das ist ja das ist so ein Naturtalent. Hallo Thomas. Arnold Koch, wen haben wir? Kurt Klappergießer. Hallo Thomas gerade gesagt. Hallo Thomas, mach mal die Dings ja, an. Ja, hallöchen, guten Tag, wie geht's? Es ist Tolga Adam. Adam. Oh, schön lieb sein, der Patrick, der macht wieder ein Video hier. Also ordentlich fahren. So, der Wolfram Fund ist da, Adam Glatzka, Arnold Koch und Silbernagel, das sind die Deutschen. Ja, ich hoffe, das wird ein Silbernagel und kein Sargnagel hier, weißt du? Sargnagel, das habe ich da noch nie gehört. Das ist ja verbierständig, oder? äußerst innovativ. Ich freue mich. Ja, so. Okay. Dann. Haben wir schon irgendwelche. Ne, Resultate. Ich bin mal hier gespannt hier auf. Die Qualifikation beginnt. So. Ich muss jetzt mal in die Garage hinein. Und damit ist die Qualifikation auch schon gestartet. Heute auch wieder Timothy Wandenberger am Start. Tommys Hauptgegner dieses Jahr in der Meisterschaft und ein sehr, sehr, sehr schneller Fahrer. So, Qualifikation. 5, Auto Nummer 5. Eieiei. Geht da schon mal gut los hier, Und hat unser Tommy in der Einführungsrunde das Auto erstmal weggepeppert. Zum Glück nur die Einführungsrunde, nirgendwo eingeschlagen. Weiter geht's. Da muss man gleich aufpassen beim Rennstart, mit kalten Reifen. Diese Strecke ist wirklich, wirklich schlimm. Und da kommt Tommy das erste Mal über die Ziellinien. 1.16, 1.31, P9 aktuell, ich sag mal ausbaufähig. Aktuell auf Pole Position Timothy Wandenberger mit einer 1.14.065. Das ist doch schon mal eine Ansage. Wolfram Fund haben wir heute auch wieder am Start und der scheint heute eine sehr gute Pace zu haben. Oh, und da in der zweiten Quali-Runde ein Schlag. Das Auto zerstört. Hoffen wir mal, dass das dann nicht im Rennen passiert. Und Tommy kommt jetzt das zweite Mal über die Ziellinie. Wow, mega, P3. War mehr war nicht drin. Boah,
dritter Platz, Tabi. Stark gemacht, ganz stark gemacht. Timothy Vandenberger auf Pole. Vor Keith Hörner. Ne, Keith Hörner ist auch im fünften zurückgefallen. Oh, wer ist denn hier so alles? So, wo ist denn der Adam Platzgeist? Oh, der Adam. Weit der hat zurück. Die zweite Runde weggeschmissen. Wolfram. Wolfram hat auch die zweite Runde weggeschmissen, ist aber relativ schnell eigentlich. Für seine Verhältnisse. Robert auf 8. Vielversprechende Ausgangsposition heute. Wo ist denn der Franzl? Ist nicht da, der ist wahrscheinlich im Winterurlaub. Francisco Lopez diese Saison noch gar nicht am Start gewesen. Ah, ich mag nicht hier. Ja, weil ich bin, glaube ich, innen, ne? Oder außen, ich weiß es nicht. Ich meine, aber guck dir an, ey, Platz 2, 3 und 4, alle eine 13-9 gefahren. Ist doch der Wahnsinn, oder? Ja. So. Es geht schon wieder los hier, Patrick. Es ist wieder Sonntag, ich habe schon wieder Puls, ne? Ja, das ist auch gut so. Die Spannung steigt nur noch wenige Sekunden bis zum Start hier. So. Lampenfieber vom großen Auftritt tut mir gut. Ich wünsche dir alles Gute und drücke dir ganz fest die Daumen. Alles klar. Also erstmal ein bisschen Funkstille. Ne? Falls was passiert oder du abschmierst, dann... Ich bin doch außen. Wir haben heute hier 30 Runden auf der Uhr stehen. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Rennen. Masson, Pascal, Matt Mead, Timothy Vandenberger, ja. Da haben wir schon einige Namen hier. Findet sich Tommy in guter Gesellschaft hier? So. Hoffentlich hält der Hobel, was er verspricht. Bin ich auch mal gespannt. Tommys Pace ist heute richtig gut. Hilfe aufpassen, ey, die ersten Runden, das ist so rutschig da. Also erst ab der dritten kannst du wirklich sagen, dass du da loslegen kannst, ne? Ja, ja, ja. Ich hoffe mal, dass die anderen das auch so sehen. Gut. Als wir hier in Brands Hatch das letzte Mal zu Gast waren mit den Lotus, hat es am Start einen Unfall gegeben. Wir wissen, damals ist Björn unglücklich abgeräumt worden. Also nicht, ein paar Lücken in der Startaufstellung. Ja, vielleicht wollen einige nicht starten oder lieber aus der Box, man weiß es nicht. Da sind noch ein, zwei Lücken in der Startaufstellung, aber die Uhr tickt unerbittlich runter und es dürfte gleich losgehen. Hoffen wir mal, dass der Start für alle gut geht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Green Flag und das ganze Feld macht sich hier auf die Reise. Da hinten biegt schon der erste in die Mauer ab. Oh, da hat schon geknallt. Schauen wir aber erstmal hier vorn. Timothy Vandenberge gegen Matt Mead. Timothy kann sich hier nochmal durchsetzen. Dahinter dann Tommy auf P3. Mason Pascal auch abgebogen. Da hat es dahinter richtig gerappelt. Keith Hörner inzwischen auf dem vierten Platz. Und Ryan Freeman auf P5. Art McEwen auf 6. Der Austin Ellett hier. Der biegt einfach ab. Ja, der biegt einfach ab und ja, knallt ja, vorne links voll in die Mauer rein, hinten links voll in die Mauer rein. Und ich denke, das Auto ist hin. Austin hat auch direkt das Auto abgestellt und die Twitte, sehr, sehr schade. Schauen wir uns den nächsten Unfall an, während Timothy und Matt sich schon ganz leicht vom Feld absetzen können. Maison Pascal verliert ja sein Auto und auch dahinter gehen so einige Fliegen. Sebastian Seual und Marc Kruik-Tank. Lenkt und beschleunigt, der bremst auch nicht vernünftig. Adam Eckert auf jeden Fall. Genau dasselbe. Man sieht also eindeutig hier, weil die Straße so abfällt und die dann aufs Gas rampeln. Was für ein Durcheinander. Die, ne, die dreht sich einfach weg da. Ein ziemlich turbulenter Beginn hier. Und da dürfte für einige Fahrer hier das Rennen direkt nach dem Start schon wieder gelaufen sein. Sehr, sehr schade. Schauen wir jetzt mal nach der ersten Runde uns die Reihenfolge an. Timothy Vandenberge führt vor Matt Mead und Tommy auf P3. Hier hinten Adam Eckert im Kampf mit Mark Kuitschenk, der ziemlich weit zurückgefallen ist und versucht jetzt wieder Boden gut zu machen. Ist das Feld hinter der Führungsgruppe ganz schön durcheinander geraten. Auch Adam Platzka ziemlich weit hinten. Hier Timothy und Matt konnten sich jetzt schon ein ganzes Stück vom Tommy absetzen. 1,5 Sekunden beträgt die Lücke, aber auch Tommy kann sich jetzt schon vom Keith ein wenig absetzen. Hinter den Jungs gab es den nächsten Zwischenfall. Müssen wir uns gleich mal anschauen.
Nächster ist der Lance Simon hier. Ja, auch eine sehr beliebte Kurve, um sich zu drehen. Ja, besonders in der zweiten Runde ist genau dasselbe hier. Ne? Da muss er aufpassen, weil da geht man eigentlich weit. Aber der hat es richtig gemacht und ist zurückgerollt. Ja, ja. Matt jagt hier Timothy um den Kurs und Tommy folgt den beiden. Aber ich denke mal, die zwei Jungs vom Tommy, die haben eine viel, viel höhere Pace, wird er über kurz oder lang mehr halten können. Nichtsdestotrotz wäre ein Podestplatz heute mega super. Hier haben wir Lance Simon mal im Bild, fährt jetzt dem Feld hinterher. Hinter ihm nur noch Santiago Calderale, der in der ersten Runde auch einen kleinen Zwischenfall hatte. Santiago Calderale. Das sind auf jeden Fall hier die schnellen Kurven. Die ja. Oh, jetzt aufpassen, ist nicht zurück. Oh, das ist gefährlich hier. Der hat sich aber ganz hinten. Okay, dann gucken wir mal. Und hier hinter Victor Santana auf Platz 7 und 8 kämpfen Art McEwen und George Barthev um die Position. Toller Zweikampf hier. Aber auch direkt dahinter Daniel Walker, Robert Simkins und Arnold Koch sind da in dem Zweikampf verstrickt. Oh, 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 jetzt knallt es hier. Oh, Robert hat sein Auto da verloren und es gibt eine Kettenreaktion. Oha, und Wolfram ist damit involviert. Er steht da am Rand. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Das war ein ziemlich heftiger Unfall. Jetzt haben wir den Robert Simkins in dem alten Jeton-Skin. Bestimmt noch keine Bruder vom Show hier. Oh, 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 scheiße. Dann hier der Hintermann, der Arnold Koch, der humpelt da auch noch drüber. Und nein, was passiert denn da? Wen haben wir da? Wolfram Fund ist da auch noch involviert. Nach drei Runden ist hier das halbe Feld schon auf links gedreht und Wolfram geht da auch an der Box und muss sein Fahrzeug reparieren. Sehr, sehr schade. Hat er heute eigentlich eine super Pace. Das Unglück hatte er heute schon. Für Wolfram in der Qualifikation begonnen, als er in der zweiten Runde sein Auto weggefeuert hat. Dafür läuft es heute für Keith Hörner mal richtig gut. Hier auf P4, P5 dann Ryan Freeman, P6 Victor Santana, dann auf P7 Art McEwen, der hier jetzt immer noch unter Druck steht von George Barthev. Auf P8 dann haben wir eine größere Lücke zu Daniel Walker. Auf P9, der dem Kuddelmuddel eben mit sehr viel Glück entgehen konnte. Und hinter ihm dann 2 Sekunden Abstand zu Arnold Koch, den wir hier im Bild haben, der sich auch irgendwie durch dieses Kuddelmuddel durchmuggeln konnte. Auf P11 haben wir dann hier Kurt Klapper und direkt hinter ihm Mark Buikcheng, der jetzt stark am Aufholen ist, nach seinem unfreiwilligen Austritt in der ersten Runde schon wieder auf dem Weg Richtung Top 10, hat hier eine tolle Pace. Hat jetzt den Kurt auch schon passiert und bedankt sich hier. Die Gruppe hier hat schon über 3 Sekunden Abstand nach vorn. Robert hier auf dem 13. Platz und hinter ihm Adam Eggert. Scheint Robert nicht ganz so viel abbekommen zu haben bei dem Kuddelmuddel vorhin, zum Glück. Hoffen wir mal, dass sich das Feld jetzt erstmal ein bisschen beruhigt und wir hier noch ein richtig schönes Rennen sehen. Vorne an der Spitze bleibt es spannend. Genauso wie hier hinten, obwohl sich das Feld jetzt schon ziemlich auseinandergezogen hat, kämpfen doch verschiedene Gruppen hier um Position. Hinter den Jungs, Sebastian Ceoal versucht da auch seinen Rückstand wieder wettzumachen, denn er sich gleich in der ersten Kurve eingefangen hat, als er da abgeflogen ist. Hier vorn, Timothy und Matt geben jetzt richtig Gas, fahren beide ungefähr eine halbe Sekunde schneller wie der Tommy und können sich schon richtig senden. Der Abstand beträgt jetzt über 2 Sekunden. Aber auch nach hinten hat Tommy eigentlich ein gutes Polster. 1,5 Sekunden zu Keith Hörner, der heute mal nicht nur einen richtig guten Start erwischt hat, sondern auch eine tolle Pace hier drauf hat und Tommy folgen kann. Hat zwar einen kleinen Sicherheitsabstand, aber ein mehr als beachtlicher Start heute für Keith Hörner. Und Kurt muss jetzt nach vorne zu Mark Buikcheng schon abreisen lassen. Der hat eine viel höhere Pace drauf. Aber auch Robert verliert so langsam den Anschluss an Kurt und hat immer noch den Adam Eggert im Nacken sitzen, während Sebastian Ceoal hinter den Jungs damit Riesenschritten näher kommt. Und hier Adam heute ein verlorenes Rennen auf P16. Und es gab mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. So, Victor Santana. Oh, Victor Santana, ich vermute, so wie der sich da rumdreht, denke ich mal, hat er irgendwie zu ruppig eingekuppelt. Lenkrad rumgehauen. Ja. Da vorne wird's interessant. Ja,
Und hier vorne gab es jetzt einen Führungswechsel. Matt Mead ist an Timothy Vandenberge vorbeigegangen. Es scheint so, als hätte Matt hier eine höhere Pace drauf. Kann sich sofort ein kleines Stück vom Timothy absetzen. Vielleicht hat Timothy auch in den ersten Runden seine Reifen ein bisschen zu sehr beansprucht. Auf jeden Fall haben beide immer noch einen genügend großen Sicherheitsabstand zum Tommy, der über 2 Sekunden hinter dem Duo hier liegt. Keith Hörner auf dem 4. Platz fällt da schon ein ganzes Stück mehr ab, liegt jetzt inzwischen über 4,5 Sekunden hinter der Spitze, liegt aber immer noch auf einem sehr sicheren 4. Platz. Und Matt gerade wieder eine super schnelle Runde hier hingezaubert, eine 1:14:01. Da kommt der Rest des Feldes nicht mit. Hier haben wir auf P5 mal Ryan Freeman, der so langsam jetzt auf den Keith aufholt. Auf 6 dann Art McEwen, der immer noch den George Bartev hinter sich halten kann. Ein schönes Rennen hier von Art McEwen, aber auch George Bartev von P11 gestartet. Schon einige Plätze gut gemacht, hier auf P7. Hier hinten haben wir dann Arnold Koch inzwischen auf P8 vorgerückt und direkt hinter ihm Mark Wojcik. P8 Arnold Koch bis hin zu P14. Adam Eckert hat sich hier das Feld jetzt ziemlich zusammengeschoben. Und von hinten kommt jetzt auch Sebastian Cihoal immer näher. So einige der Fahrer, die sich hier in der Gruppe befinden, hatten schon diverse Zwischenfälle. Adam Eckert hier auf P14, anders als der Name vermuten lässt, ein Fahrer aus Amerika. Sebastian Cihoal ist Franzose. Dahinter dann eine Lücke von über 7 Sekunden zu unserem Adam, der heute hier auf der Strecke so seine Probleme hat. Verdammt! Wo habe ich mich erschrocken? Schrecksekunde, da hat Santiago Calderale hinter der Kurve gelegen. Ein kleiner Rutscher und Tommy war erschrocken. Die Sonne hat aber auch ordentlich in die... Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Eisen gehen müssen. Ja. So, nächster Incident hier. Santiago Calderale haben wir hier nochmal. Aufpassen! Was war nicht erwartet in der Kurve da? Das waren die beiden Erstplatzierten hier, ne? Ja, Ah, der hat eine Pace vorgelegt, unglaublich. Matt Mead und hier der Timothy Vandenberge, mein Ärgster. Oh, da hatte die Spitzengruppe aber richtig großes Glück, dass sie dann ja irgendwie involviert worden sind. Die hauen mir ab da vorne. Keine Chance. Und hier im Mittelfeld geht es jetzt richtig zur Sache. Santiago weiß gar nicht, wo er hinfahren soll. Sebastian hat seinen Rückstand jetzt aufgeholt und ist da fast wieder dran an der Gruppe. Muss man sagen, ziemlich viel Action heute hier auf der Strecke. Zum Glück ist unser Tommy heute bisher von allem gut gemacht verschont geblieben und kann ganz vorne an der Spitze um die Podestplätze mitkämpfen. Nach dem vor kurzem Rennen in Fuji wieder ein Hoffnungsschimmer, was die Meisterschaft betrifft. Wir haben heute zwar hier erst das 4. Rennen der Saison, trotzdem denke ich mal, wird am Ende der Saison jeder Punkt zählen. Oh, und da hat es irgendwo gekracht, hier hat es geschärfelt, hier liegen ein paar Autos. Da müssen wir uns gleich mal anschauen, was da passiert ist. So, Arnold Koch hier. Oh, wow, 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 der Shepard. Oh nein. Ah, und noch einen mitgenommen. Ja, Arnold Koch hier kracht Victor Santana, glaube ich. Kommt zurück auf die Strecke und räumt hier Carlos Santana ab. Ja, sind aber extra ausstreckt, so, dich kriege ich noch. Und während hier vorne Matt Mead eine Rekordrunde nach der anderen dreht, unser Flieder und Timothy Vandenberge versucht ihm zu folgen, dezimiert sich das Hinterfeld immer mehr. Tommy hier auf P3, inzwischen nach vorne und hinten reichlich Luft, hat hier ein einsames Rennen, was vielleicht heute auch gar nicht so schlecht ist, wenn man sich die Zwischenfälle im Hinterfeld anschaut. Nach hinten zu Keith Hörner auf P4 sind jetzt inzwischen schon fast 4 Sekunden. Wir haben Keith hier mal im Bild, fährt heute ein tolles Rennen. Bisher auch von allen Unannehmlichkeiten verschont geblieben. Toi, toi, toi. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Dann haben wir hinter ihm 1,8 Sekunden Abstand Ryan Freeman. Dann haben wir auf P6 Art McEwen, der sich immer noch mit George Bartev herumschlägt. George findet da einfach keinen Weg dran vorbei. Hier haben wir Kurt Klapper auf Rang 9, muss jetzt nach vorne langsam abreißen lassen, hat aber auch Daniel Walker in dem Kuddelmuddel überholen können. Art McEwen fährt heute hier auch ein super Rennen, 0 Inzidenz bisher und kann die ganze Zeit dem Druck von George Bartev standhalten. Hat jetzt sogar wieder einen kleinen Vorsprung rausfahren können. Ganz vorne an der Spitze hier, Matt Mead hat jetzt den Turbo gezündet und 1,6 Sekunden zwischen sich und Timothy gelegt.
Timothy kann da den ganzen Pace vom Matt mitgehen. Und Tommy inzwischen schon fast 5 Sekunden weg von den beiden Jungs hier vorn. Weiter hinten gab es wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Nächster Incident hier. Oh, Victor Santana hier. Naja, oh. Hey. Scheint wohl doch nicht mehr so ganz gut zu funktionieren. Ja. Von den ganzen Akkus. Und, oh Mann. Oh. Ich denke mal, da dürfte Victor Santana auch eine Folgebeschädigung an seinem Auto haben. Da würde, glaube ich, ein Reparaturstopp ziemlich hilfreich sein. Haben wir heute doch so einige wilde Un- und Ausfälle zu beklagen. Schade, dass unser Freund Byron Long heute hier bei seinem Heimkampf nicht am Start ist, warum auch immer. Ist auf jeden Fall schneller als alles hinter dir. Jo. Extra Zwischenfall, wir schalten direkt hin. Nächster Incident, Wolfram Fund mittlerweile wieder draußen. Oh nein, oh nein. Der 500, oh nein! Oh nein. Also, wir haben hier eine schöne Divebomb vom Santiago. Oh. Santiago macht heute hier keine Gefangenen, ein Fahrer mit einem Rating von 500. Meiner Nase juckt. Ich glaube, Santiago ist hier im völlig falschen Rennen gelandet. Der wird gar nicht wissen, dass es sich hier um ein Meisterschaftsrennen handelt und er eventuell hier in die Entscheidung empfindlich eingreift. Adam heute auch ein verkorkstes Rennen, eiert hier auf dem 17. Platz rum und da lag der Santiago schon wieder unter Botanik. Schauen wir uns gleich nochmal an. Unglaublich. Jetzt der nächste Incident hier und ja. Da kommt der Wolfram schon vorbei und dieses, ja. Ein völlig verkorkstes Rennen für unseren Wolfram heute. Schon das zweite Mal unschuldig abgeräumt worden. Ich hoffe mal, dass sein Auto nicht beschädigt ist und er abstellen muss. Er fährt ja hier noch. Schauen wir mal, wird wohl auch den Ransen dicke haben. Und Daniel Walker hier von P10 auf 14 zurückgefallen, während hier vorne alles beim Alten ist. Matt Mead vor Timothy Vandenberge, der jetzt nochmal einen Zahn zugelegt hat und eine sehr schnelle Runde hier in den Asphalt gebrettert hat. Er hat Matt immer noch in Sichtweite vor sich, wir sehen es hier, und wird den Sieg noch lange nicht aufgegeben haben. Wir haben ja auch noch ein ganzes Stück mehr als die Hälfte zu gehen. Wir befinden uns gerade in der 13. von 30 Runden. Und hinter den Jungs gab es wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Art McEwen. Oh, aufpassen. Ja, ja. Schmeiß dich weg, ja. Aber Gott sei Dank hier hast du ordentlich, einen ordentlichen Auslauf. Da knallst du nicht irgendwo gegen, ne? Ja. Zum Glück für den Art, der Abstand nach hinten ziemlich groß gewesen, sodass er nur eine Position an George Bartek verloren hat. Hier hatten wir mal unsere Nachzügler im Bild. Eduardo Sobrevela und Joseph Miller mit der Box wieder rausgefahren nach größerem Reparaturstopp. Joseph Miller, der Fahrer vorm Tommy, der jetzt gleich überrundet wird, hat hier heute auch so seine Probleme mit dem Fahrzeug und dem Kurs. Auch nur dreistelliges I-Rating. Während Matt jetzt seinen Vorsprung wieder leicht ausbaut, hat man hinten im Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Wir schalten hin. Was ist mit dem passiert? Adam Eckert hier schon wieder, der schmeißt hier auch ständig sein Fahrzeug in die Gegend. Ist einfach zu schnell und jetzt einfach zu früh am Gas und bumm, weg ist er. Ja. Lupenreiner 360 bis zur nächsten Kurve. Wühlt sich da aus dem Kies raus mit dreckigen Reifen. Der fliegt im nächsten Kurve gleich wieder ab. Ach, guck mal. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Gibt's nicht. Aber schlägt nirgendwo ein, das Auto scheint unbeschädigt und weiter geht's. Ja. Und wir haben es oben mit einem Auge im Bild gesehen. Santiago hat den nächsten Dreher kassiert, jetzt eine Durchfahrtsstrafe und ist auch schon in die Box abgebogen. Allerdings fährt er direkt an die Box, wahrscheinlich zum Reparaturstopp. Halbzeit, 15 Runden von 30. Ja. Robert Simpkins hier auf P10 führt hier eine kleine Dreiergruppe an. Direkt hinter ihm Sebastian Ceoal und auf P12 dann Arnold Koch. Und direkt vor den Jungs gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen sollten. Mark Krujcenk hier. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Macht hier einen 360, kocht sich die Reifen heiß, fährt aber weiter, sonst nichts passiert. Ja, boah, ey. Alter Pfanner, ey. Der Aktion dürfte sich der Mark seine Reifen so richtig schön ruiniert haben. Hier haben wir mal Daniel Walker im Bild, inzwischen ein einsames Rennen auf P13. Adam Glatzka ist raus, schade. Oh, und wir hören es gerade, da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Wir schauen uns das gleich mal an.
So, nächster Incident hier. Au. Der Victor Santana, der kommt von hinten an. Der ist aber auch schon irgendwie ein krummen Flügel. Ja, nee, der Victor ist schon deutlich schneller. Guck mal, der andere kommt mit seinen rechten Reifen auf den Rasen. Ich der Victor eine ganz kleinen Ticken an. Ganz kleinen Ticken und dann dreht er sich ein und ja, und dann. Der hat einen Reifen verloren. Ja, der hat noch gesagt, hoffentlich wird es kein Sargnagel, dieses Rennen hier, ne? Das ist sein Sargnagel gewählt. Timothy hier vorne auf P2 nagelt hier eine Rekordrunde nach der anderen raus, um vorne an Matt dran zu bleiben. Tommy fällt da immer mehr ab. Es sind jetzt schon über 6 Sekunden Abstand nach vorn, aber auch schon mehr als 5 Sekunden Luft nach hinten zu Keith Turner. Und auch Santiago Calderale hatte den nächsten Zwischenfall, den wir uns jetzt nochmal anschauen. So, wenn der Santiago hier wieder normal, oh, aufpasse. Ja. Auf dem Körbgas gegeben und abgeflogen mit heftigen Einschlägen. Ja. Ja, da fehlt die Erfahrung. Hier haben wir mal Keith Turner auf P4 im Bild. Heute das beste Rennen seit langem. Hat hier auch eine super Pace drauf und liegt auf einem sehr soliden und sicheren 4. Platz. Nach vorne und hinten jeweils reichlich Luft. Dann hier 5 Sekunden hinter Keith, erst Ryan Freeman und 2 Sekunden hinter ihm George Barthaft. Und dann eine Lücke von 6 Sekunden zu Art McEwen. Oh, und hier Angriff. Oh, und da hat der Sebastian eine leichte Berührung mit Robert Simpkins gehabt. Musste hier in die Eisen gehen, konnte die Kiste aber nochmal anfangen. Was allerdings dem Arnold die Möglichkeit gegeben hat, da vorbeizugehen. Wilde Aktion. Und auch hinter den Jungs gab es einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. So, der Wolfram, den hat's auch gescheppert. Oh nein. Sah aber aus, als hätte er zu weit reingefahren. Der andere war offensichtlich noch innen und vor. Ja, das kannst du aber auch schlecht einschätzen. So. Wolfram wird jetzt endgültig die Schnauze voll haben. Der dritte Zwischenfall im Rennen und er hat jetzt auch gequittet. Hier haben wir mal Messer Pascal im Bild. Ganz von heute gestartet von P3 und direkt in der ersten Kurve ein großes Tumabu ausgelöst. Fährt hier hinterher und liegt inzwischen auf dem 15. Platz. Während Matt Mead seinen Vorsprung jetzt wieder leicht ausbauen konnte. Ich glaube, der kontrolliert hier den Abstand zum Timothy. Wolfram Fund ist raus. Ja. Und während Tommy hier auf sicherem Podestkurs ist, wir sehen es hier, Victor Santana an der Box. Es hat den nächsten Zwischenfall gegeben, den schauen wir uns direkt mal an. Der Victor Santana tanzt. Ja, das hört sich oder sieht auch so aus, wie zu schnell eingekuppelt bei. Ja, der wird jetzt auch die ganzen Dinge gehabt haben, oder? Der ist ja aus der Box rausgekommen. Der war ja auch zum Präparaturstopp, aber scheinbar. Na. Victor hat ja heute hier auch den ein oder anderen Zwischenfall, hat unter anderem unserem Adam Klatzka aus dem Rennen gerissen. Ich schätze mal, für den Victor wird jetzt hier heute endgültig Schluss sein. Und da kommt auch schon die Nachricht über den Ticker. Victor Santana disconnected. Timothy muss jetzt nach vorne langsam abreißen lassen. Der Abstand beträgt jetzt über 3 Sekunden. Und zwischen den zwei Jungs an der Spitze hier ist auch Eduardo Sobrevela unterwegs, der am Anfang einen Zwischenfall hatte und nach Boxenstopp und Reparatur wieder rausgefahren ist. Robert Simpkins inzwischen hinter Sebastian Ceoal zurückgefallen, bewegt sich hier auf P11. Arnold Koch hier vorne auf P10. Nach vorne allerdings schon ein Riesenloch von über 5 Sekunden. Kurt Klapper hier inzwischen in den Top 10 angekommen, auf P9, nach vorne und hinten reichlich Luft. Ist heute von P12 gestartet, ein tolles Rennen. Dann haben wir hier Mark Uijtschenk am Anfang ein paar Zwischenfälle gehabt. Inzwischen hat sich das Rennen für ihn beruhigt. Wird jetzt hier gleich Joseph Müller überrunden, der auch gerade wieder einen Zwischenfall hatte. Den schauen wir uns doch direkt mal an. Joseph Müller, von dem haben wir auch, Vorsicht, ja. Ja, ja, also hier die Autos, sobald du da... Bisschen hart über den Körb gerumpelt, ne? Sobald du da auf die Körbs drauf fährst, ne, die liegen so tief. Ui. Mit Einschlag, oh, ärgerlich. Das kann ich glaube, das drauffahren ist halt gar nicht so ein drüberfahren. Wenn du mit dem Reifen drauf bleibst, geht's, glaube ich. Hier haben wir mal George Barthaf im Bild. P6 fährt ein tolles Rennen. Auch Ryan Freeman heute fehlerlos auf P5 unterwegs. Hat immer noch 3 Sekunden Abstand zu Keith Turner, der jetzt so langsam vom Ryan eingeholt wird. Freut mich für den Keith, dass er heute mal wieder so ein richtig tolles Rennen hat und hier problemlos unterwegs ist. Allerdings seine Pace jetzt ein kleines bisschen eingebrochen. Fährt hier eine halbe Sekunde langsamer als sein Hintermann Ryan.
vorne an der Spitze, alles wie gehabt. Matt Mead führt hier souverän vor Timothy Vandenberge und hat jetzt gerade die 22. Runde eröffnet. Auch wenn Matt hier das Rennen souverän anführt, zeigt Timothy doch heute eindrücklich, dass er für den Tommy eine ziemlich harte Nuss diese Saison wird und sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird in der Meisterschaft. Fährt in jedem Rennen, in dem er am Start ist, konstant vorne an der Spitze mit und macht für gewöhnlich sehr, sehr selten Fehler. Schauen wir mal, wie sich die Saison so entwickelt. Wir haben ja gerade mal das 4. von 12 Saisonrennen. Und wie ihr alle wisst, gibt es ja auch 4 Streichergebnisse. Da wird dann zur Mitte der Saison das Rechnen schwierig. Chris Roberts, der 3. in der Meisterschaft, ist heute leider nicht hier am Start. Der ist im ersten Split, hat in den letzten Rennen eine Menge High-Rating gesammelt, sodass er bei den Profis mitfährt. Thank you, Eduardo. Tommy hatte da einen kleinen Wackler. Nichts weiter passiert. Sebastian Cioal verfolgt hier immer noch Arnold Koch. Tommys Abstand nach vorne und hinten wird immer größer. Ein super Rennen heute, fehlerfrei und auf Podestkurs. Das gibt wieder eine Menge Punkte. Vorm Tommy haben wir hier mal Messer Pascal im Bild. Von P3 gestartet und dann direkt in der ersten Kurve abgeflogen. Fährt schon das ganze Rennen dem Feld hinterher und ist inzwischen wieder auf P15 angelangt. Ich denke mal, Maison versucht ja auch nur den Schaden in Grenzen zu halten und das Rennen irgendwie ins Ziel zu bringen. Hat inzwischen schon eine Runde Rückstand. Wir befinden uns jetzt im letzten Drittel des Rennens und wir drücken mal alle dem Tommy die Daumen, dass er den Podestplatz nach Hause bringt. Timothy dreht hier gerade richtig auf. Er hat den Rückstand zu Matt Mead hier inzwischen halbiert. Die Jungs gehen jetzt in die 24. Runde und ich denke mal, Timothy wittert da noch eine Chance auf den Sieg. Hat jetzt hier auch eine Hammerrunde hingenagelt. Oh, und da fliegt er ab. Achtung, Timothy Vandenberge ist verunglückt. Oh nein, ich glaube, der Timothy hat es übertrieben, ist da auf den Körper gekommen und abgeflogen. Das tut mir echt leid. So eine Mauer. Ja. Vielleicht hat er sich da auch verleiten lassen und ist ein bisschen zu schnell gefahren, als er seinen Gegner vorne, den Matt Mead, gesehen hat und noch eine Chance auf den Sieg gewittert hat. Wir gucken uns den Unfall direkt gleich mal in Ruhe an. Natürlich ist das jetzt richtig gut für Tommys Meisterschaftsambition, aber natürlich wünscht man sowas überhaupt niemanden und schon gleich gar nicht so einem Fahrer wie Timothy, der hier sich immer fair und anständig auf der Strecke verhält. Der ist raus, ne? Komplett? Ja. Du hast genug Vorsprung, Tommy. Hier muss sie fahren. Oh! Eieiei, das ist die, wie heißt die Kurve nochmal hier? Der hat vorne den gesehen und zack, weg, Feierabend. Schnellprobe ist hier. Und der Wagen ein bisschen locker, der lenkt gegen, der kriegt wieder Grip und dann biegt der links ab. Ja, ja. Oh, das hat mir leid getan. Und damit jetzt hier 5,5 Runden vor Schluss Keith Hörner auf Podestkurs. Wer hätte das gedacht? Ein tolles Rennen für den Bord heute. Hoffen wir mal, dass das bis ins Ziel auch so bleibt. Vor ihm der Tommy inzwischen auf P2 gerückt. 7,5 Sekunden Abstand und Robert Simpkins hier inzwischen auf P11. Ein durchwachsenes Rennen hat er heute auch schon so den ein oder anderen kleinen Zwischenfall. Fährt hier aber noch und das gar nicht so schlecht. Sebastian Cioal, der letzte in den Top 10. Vor ihm Arnold Koch auf Platz 9. Relativ gutes Ergebnis für seinen Unfall am Anfang. Okay, dann vorne Rekord. Kurt Klapper hier inzwischen auf dem 8. Platz. Dann haben wir ja auf P7 Mark Wilczenk, der jetzt gerade Germano Ciavini überrundet hat. Auf P6 dann hier Art McEwen. Thank you, mate. Thank you. Heute ein super Rennen. Dann auf P5 George Barthev. Relativ einsam unterwegs, nachdem er sich am Anfang nach vorne gekämpft hat. Auf 4 haben wir dann Ryan Freeman. Fährt heute auch ein super Rennen. Von P5 gestartet. Dann haben wir hier auf dem 3. Platz Keith Hörner. Heute ein Sahnetag erwischt. 5 Runden muss er noch durchstehen. Jetzt hier gegen Ende des Rennens zeigt sich ja auch, wer es mit seinen Reifen hier am besten gehaushaltet hat. Mal schauen, ob das noch ein Thema wird. Tommy liegt hier auf einem sicheren und sehr soliden 2. Platz. Leider ist sein Hauptgegner durch einen eigenen Fahrfehler ausgeschieden. Aber da bewahrheitet sich mal wieder der alte Rennfahrerspruch. If you want to finish first, first you have to finish. 5 Euro ins Phrasenschwein. Matt Mead ist inzwischen 12,5 Sekunden vorn und auf dem Weg, den 12. Platzierten zu überrunden. Damit hat er schon das halbe Feld mindestens eine Runde hinter sich gelassen. Wahnsinn. Wie viel I-Rating hat denn der Matt da vorne? Kannst du das sehen? Der müsste jetzt O6, O7 für was haben.
Mad Meat gehört ja auch zu den Amateuren, spielt aber in der Meisterschaft absolut keine Rolle, da er heute hier das erste 2600 einmal am Start ist. Ich habe ihn zumindest noch nie hier in der Meisterschaft gesehen, zeigt aber heute hier ein mehr als beeindruckendes Rennen und hat die Pole Position nur ganz knapp gegen Timothy Vandenberge verloren. Aber auch Tommy heute wieder mal einen Sahnetag. Toi, 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 noch 2,5 Runden zu gehen. Oh, und wir sehen es gerade hier, die Turner bricht jetzt von den Rundenzeiten her so langsam ein. Eine Sekunde langsamer gefahren als Ryan Freeman hinter ihm. Und wir sehen es auch optisch, Ryan ist bedeutend schneller wie Keith. Ich denke mal, da wird der Keith seinen dritten Platz wohl hier am Ende noch verlieren. Arnold Koch kämpft hier immer noch mit Sebastian Ceoal um den 9. Platz. Nach hinten zu Robert Simpkins, inzwischen schon über 11 Sekunden Lücke, der aber auch 2,5 Sekunden Vorsprung auf Daniel Walker und Lance Simon hat. Die Plätze 11, 12 und 13 hier. Inzwischen bis auf die Top 10 alle schon einmal überrundet. Da war aber auch mehr als die Hälfte des Feldes heute in Un- oder Zwischenfälle verwickelt. Toi, 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 Matt Mead und unser Tommy davon ausgenommen. Tom hat heute mal wieder einen Sahnetag erwischt. Und wird von den Jungs, die hier vorne um die Meisterschaft kämpfen, die meisten Punkte einsacken. Allerdings auch Hut ab vor Matt Mead, was der hier von der Leistung gezeigt hat, absolut Wahnsinn. Hat in der dritten oder vierten Runde die Führung übernommen und seitdem das Feld kontrolliert. Ist jetzt in der 29. von 30 Runden, das heißt, wir sind in der vorletzten Runde. Oh, hier und wir sehen es, Keith Hörner bricht jetzt tatsächlich ein. Ryan Freeman ist ungesehen von uns an ihm vorbeigegangen und konnte sofort eine große Lücke aufreißen. Oh, der Keith Hörner hat seinen vierten Platz verloren an den Ryan Freeman. Wollte gerade nichts sagen. Schade. Endlich hat er mal wieder so schönes Rennen. Ich schätze mal, da werden jetzt Keith seine Reifen einbrechen. Drücken wir ihm mal die Daumen, dass er wenigstens P4 noch ins Ziel retten kann. Von hinten kommt da auch noch George Barthef mit 7 Meilenstiefeln an. Der Abstand beträgt Unfall vor mir. Nur noch 2 Sekunden. Aber überrundet er. Und Matt Mead wird jetzt die finale Runde eröffnen. Weiße Fahne. Die letzte Runde für unseren Leader aus Carolina in Amerika. Aber auch die letzte Runde für unseren Tommy. Mal wieder ein wirklich tolles Rennen, was uns in der Meisterschaft wieder entscheidend nach vorne bringt. Wir haben zwar diese Saison bisher noch keinen Sieg erringen können. Der Tommy ist aber auch von 4 Rennen in 2-mal im Topsplit mitgefahren. Und da ist es schwierig, überhaupt in Podestnähe zu kommen. Keith Hörner fällt immer mehr zurück. Und Keith Hörner scheint jetzt hier in arge Probleme geraten zu sein. Ist jetzt sogar hinter George Barthef zurückgefallen. Nächster Zwischenfall. Let's Simon hier. Oh. Mann hier, oh, der ist ein bisschen energisch da reingegangen. Ja, diesen Kurven, du gehst eigentlich nur vom Gas so und kannst dann sofort wieder drauf bollern. Ja, ja. Und während Matt hier seinem Sieg entgegensteuert, gab es noch einen Zwischenfall. Keith Hörner hier, war noch auf Position 5. Oh, oh nein. Okay. Da hat nochmal einen draufgekriegt, wa? Okay, der hat aber wie viele Plätze verloren? Der ist jetzt auf Position 5. Der hat ja sein Der war doch vorher Dritter. Guck mal, der muss schon vorher was gehabt haben. Also der Pechvogel der Serie, ja. Ja. Echt schade für Keith. Matt Mead gewinnt über die Ziellinie. Ein ganz herzlichen Glückwunsch. Incredible pace, Matt. Congratulations to win. Ein ganz herzlicher Glückwunsch, Matt Mead. Tolles Rennen. Tommy, du bist der Größte. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ah, passt. Du bist der Beste. Tommy, Nervenwort, absolute Sahne. Ganz, 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 ganz herzlichen Glückwunsch. Das war geil. Damit hast du die Meisterschaftsführung zurückerobert. Ein absolutes Top-Ergebnis für uns und damit sind wir auch wieder auf Kurs Richtung Meisterschaft. Boah, dieser Matt, war aber echt krass, ey. Mein lieber Scholli. Ach, schade, der Petit Hörner, der tut mir so leid. Da ist sein dritten Platz noch verloren, der schleppt sich jetzt hier zur Box. Der schleppt sich jetzt hier um den Kurs. Aber schafft es noch über die Ziellinie als Fünfter, nee, als Sechster. Was ist denn passiert? Hat er einen Unfall oder was? Hat McGoon noch vor ihm. Wahrscheinlich, ja. Wir werden das nachher gleich mal anschauen. Ach, das ist echt schade, ey. Keith Hörner in den letzten 2 Runden von P3 auf P8 durchgereicht. Nach so einem tollen Rennen, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Du, hör mal, aber wir müssen die Unfälle ein andermal machen. Wir haben nämlich tatsächlich Besuch oben. Und ich würde da gerne wieder hochgehen. Fahr jetzt noch in die Box, Patrick. Schön, dass du dabei warst. Tommy, das war absolute Sahne.
Ja, zweiter Platz, alles gut, ey, aber dieser Mette war so schnell, ne? 13 Sekunden hatte ja der Vorsprung. Aber der spielt keine Rolle in der Meisterschaft. Doch nicht. Ja, das weißt du ja nicht. Wenn wir dem das Video hier schicken und er sieht das Video, dann ist es zu spät. So, Gott. Podium ist schon mal nicht schlecht. Zweiter Platz ist absolute Sahne. So. Gut. Dann würde ich sagen, Patrick, vielen Dank, dass du dabei warst. Tommy, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Verabschieden wir uns von unseren Zuschauern. War wieder mal eine absolute Sahne-Rennen. So kann es weitergehen. Freuen wir uns auf nächste Woche Hockenheim. Dieses Mal ein Stück eher. Und wünschen allen Zuschauern alles Gute. Bis nächste Woche und bye bye. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Unser Tommy zurück in der Erfolgsspur, das ist doch sehr, sehr schön. Schade für unseren Hauptkonkurrenten Timothy, dass er so ausscheiden musste. Nichtsdestotrotz, Zielflagge müssen alle erstmal sehen. Nichts für ungut, würde ich sagen. Wir freuen uns mal schon auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin, macht's alle gut. Bye, bye. Sorry, I didn't mean to hit you.
Excellent. Congratulations, you win. Fahren verfälscht auf die Dauer Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.